So, da sind wir wieder bei The Forest, jetzt zu dritt. Heyo. Wolltest du jetzt Wurstwasser sagen? Warum? Warum solltest du das denn sagen? Du hast Na doch gar gut. keine ausgefallenen Begrüßungen. Nee, ich wollte einfach mal wieder nichts sagen. Einfach so, ja, jetzt sind wir zu dritt. Einer Ja. meldet sich. Hat einfach so Schizophrenie. Hä, wie dumm wäre das denn, einfach schizophren sein, wenn jemand anders dann wirklich dabei ist, aber dann sagst du immer, der ist schizophren und meint damit jemand anderen. So, eigentlich meine ich ja gar nicht den anderen Typen da. Okay, du hast deinen Spaß. Ich hab meinen Spaß. Warte nur, bis die ganzen Animes kommen, die ich im Anime Music Quiz jetzt dazu gebracht habe, die sowieso nicht kommen. Was für ein Scheiß Ja, hast das du denn Gefühl hatte ich gebaut? auch. So richtig dämlich bei B, weil das ist halt wirklich aus diesem Monat. Anfang dieses Wie? Monats hat's angefangen. Meinst du Be the Beginning? Ja. Ja. Ah, muss ich auch noch schauen. Soll gut sein. Ich habe mir sagen lassen, der Anfang ist gut und es wird schlechter. Im Grunde kannst du dir einfach nur sagen, alles Übernatürliche ist einfach nur bescheuert. Und alles, wo der Detektiv da drin ist, das ist richtig gut. Okay. Es ist im Grunde einfach nur Sherlock mit irgend so einem komischen, übernatürlichen Fuzzi. Wo du am Ende gar nichts verstehst, warum das so ist. Und da kommt immer nur das Ending bei Anime Music Quiz. Aber auch Okay, nur, wenn du es wurde genau gerade darauf unterbrochen. tust. Weiß? Bin wieder da, wurde gerade unterbrochen. Okay, du hast mich unterbrochen. Ja. Kommt jedenfalls auch nur was, wenn du das auf 2018 stellst, sonst kommt das nämlich nie. Okay. Ich habe mir jetzt heute mal die letzte Folge Eurocamp angesehen. Und Fate Zero habe ich jetzt durch. Und ich habe mit Assassination Classroom angefangen. Okay. Weil langsam Und gehen wie die ganzen findest du es? Animes da auf Netflix aus. Und da kommen scheinbar auch nicht neue gute. Nee. Ja, aber es Netflix gibt ist, was immer. Anime angeht, immer eher meh. Es Gell, gibt, die haben nix. mittlerweile schon relativ viele im Vergleich zu früher, allerdings. Leider haben sie immer noch meistens nur die erste Staffel. Noragami. Und auch bei Seven Deadly Sins sparen sie sich mal wieder gerne Ewigkeiten die zweite Staffel auf, bis sie sie endlich reinstellen. Ich denke mal, da liegt es jetzt eher daran, dass die synchronisieren müssen. Ja, und dann soll man es wie Crunchyroll machen und einfach erst Subs und dann vielleicht später irgendwann Dubs reinhauen. Haben die da jetzt eigentlich schon Escanor gezeigt? Ja. Weil ich weiß, dass er schon gezeigt wurde, aber ist der schon in der anderen Staffel Er gezeigt worden? kommt im Opening vor, aber zumindest zu dem Zeitpunkt, wo ich es bis jetzt geschaut habe, noch nicht live. Weil der kam schon live in Signs of Holy War vor. Echt? Am Ende. Ist ja der Typ mit der Brille, der da so aussieht wie so ein Gentleman und dann irgendwo hinguckt. Spoiler. Kann sein. Ist lange Ich habe her, gar dass ich keine Ahnung Signs mehr, of wo ich Holy nach War Bäumen geschaut suchen habe. soll. Wonach gucken? Nach Bäumen. Stehst in einem Wald. Ja, boah. Ich Das finde es hätte ich auch schade, dass gemacht. sie den Glitch gefixt haben, dass man nicht mehr durch Barrieren laufen darf.
dass du nicht mehr da durchlaufen darfst. Er durfte das sowieso nie. Ja, aber es ist blöd, jetzt muss ich mir Wege suchen. Ja, was ist besser, als wenn du durchs Gebüsch läufst? Das Gute ist jetzt, jetzt können wir hier schneller Holz reintun. Und eventuell könnte einer schon hinten arbeiten und dort Holz holen. Wo hinten? Hinten am Strand. Okay. Kann ich machen? Ich habe mich jetzt erst gemeldet. Na gut, dann. Ja, aber wir brauchen hier eh nicht mehr viel, bis wir das hochtragen können. Oh, jetzt kann ich keine Okay-Google-Späße mehr machen. Also können ich, schon. Also irgendwie schon bei den anderen Leuten, die das jetzt hier gucken. Okay, Google, okay, Google, okay, Google, okay, Google. Aber ich habe mein Handy ausgeschaltet. Das war halt wirklich so. Die erste und zweite Folge einfach nur die ganze Zeit okay, Google. Muss ich mir auch eventuell sowas zulegen. Okay, Google. Das hat man eigentlich automatisch auf dem Handy. Nicht, wenn du ein iPhone hast. Da hast du Pech gehabt. Da hat gerade aus irgendeinem Grund die Zipline losgelassen. Lebst du noch? Nein. Nee. Schon. Oh, ein Hasen. Komm, dich kriege ich. Okay, Moment, ich soll dich erst retten. Wir haben eine Hasenzucht. Ich glaube nicht, dass wir einen Hasen brauchen. Willst du mal einen echten Hasen sehen? Okay, das frage ich gleich Google. Okay, Google. Willst du mal einen echten Hasen sehen? Aua. Schmeißt du mich die ganze Zeit ab? Nee, diesmal habe ich dich mitten im Katana geschlagen. Aber warum was? Wie hast du das gemacht, obwohl du schon 1000 Meter weg warst? Hey, du sollst kein Video abspielen. Das fragt am besten Lukas, den habe ich auch mal von 10 Metern Entfernung in der Höhle geschlagen. Okay, Google, wer hat hier gerade geschrien? Beantworte mir die Frage. Schreit nämlich immer noch. Was soll ich noch mal am Strand machen? Du solltest Baumstämme hinten in die Strandbasis bringen, wenn du da hinten bist. Oh. Du hast mir gerade zwei Rüstungen weggeschlagen. Ja, der hat mir auch eben welche weggeworfen. Ich habe das Holz hier stehen bleiben gelassen, das geht nicht mehr weg. Es rutscht nur noch, weil das andere Holz hier im Weg steht. Ah, jetzt ist es runter. Ich habe vergessen, wo ich das Holz gerade gefällt habe. Ach, also, ja. Hier brauchen wir sowieso nicht mehr Holz. Das ist jetzt, glaube ich, voll. Ich habe jetzt noch zwei. Ich habe noch eins. Schaffe ich den Sprung? Nein, schaffe ich nicht. Ach, doch, irgendwie schon. Du musst es dann schon mal ein Stockwerk höher bringen. In den Turm. Okay. Okay, Google. Okay, Google. Nicht. Okay, Google. Ich glaube, der will nicht mehr. Muss ein Stockwerk höher. Ja, ich versuch's gerade zu greifen. Mit Stockwerk höher meinte ich jetzt nicht, dass du es hochziehen solltest. Habe ich doch. Mit Stockwerk höher meinte ich nicht, dass du es hochziehen solltest. Hab ich doch. Ach
Ach so, ich habe verstanden, mit Stockwerk höher meinte ich jetzt, dass du es hochziehen solltest. Meinte jetzt eher, dass du das Holz da, was du da hattest, denn da war noch ein Holz, das habe ich gesehen. Ja, aber ich weiß nicht mehr, wo das hin ist. Das muss hier runtergefallen sein. Was sind das für Geräusche? Hört sich an wie ein Kanarienvogel. Okay, ich habe mir gerade nur einen Cola in einen Krug geleert. Cola in deinen Krug? Ja, ich trinke irgendwie nur das Krügen. Okay. Seit, da ich glaube, inzwischen 3-4 Jahren. Okay, Google. Ich will nicht mehr, ich habe die App kaputt gemacht. So, du musst das jetzt nur hochbringen zu den Behältern oben. Oben? Ja. Da ist ja diese eine hier. Hier. Ganz oben oder mittel oben? Hier oben? Ja, dann kannst du es nämlich gleich weiterbringen von der Stelle aus, aber wir tun das erstmal dorthin, weil das näher ist. Und dann kann ich gleich rüberrutschen zu dem Turm und kann das da hinbringen. Okay. So, was genau soll ich jetzt noch will? Holz zum Turm bringen. Ich bin beim Turm. Ha. Ja, und da musst du Holz hinbringen. Da gibt's eine Fläche. Die erreichst du, wenn du auf die Anhöhe da gehst, wo auch das Tor oben drauf ist. Da sind auch mehrere Seilrutschen. Ja. Auf dieser Anhöhe. Da ist ein Tor, da kannst du durch. So ein Doppeltor. Ja, sehe ich. Und da ist eine größere Fläche, wo man Holz fällen kann. Das ist alles von Fallen umzäunt. Müsste also sicher sein. Ja, selbst wenn nicht, dann kann ich mir trotzdem noch wehren. Kannst du versuchen, die da reinzulocken, aber die sind eh alle schon ausgelöst. Guck jetzt mal, warum der hier nichts mehr macht. Okay, Google Enrollment. Okay, Google. The Forest. Wikipedia sagt, The Forest ist ein Survival-Horror-Spiel für Windows, das von End Night Games entwickelt wurde. Ja. Übrigens, Lassi. Ja? Bud Spencer hat nichts nicht gemacht. Wer hat nichts nicht gemacht? Bud Spencer. Okay, Google. Bud Spencer. Wer ist Bud Spencer? Du weißt, wer Bud Spencer nicht ist? Was hat er kein deutscher Satz? Wer der nicht ist. Du weißt nicht, wer Bud Spencer ist. Sagt okay, mir Google. Bud Spencer. Wikipedia sagt, Bud Spencer war ein italienischer Film- und Fernsehschauspieler, Stuntman, Jurist, Politiker, Schwimmer und Wasserballspieler, Sänger, Komponist, Fabrikant, Drehbuchautor, Modedesigner, Musikproduzent. Das war Bud Spencer. Der war alles. Aber wie kann man Bud Spencer nicht kennen? Sagt der, schätze ich mal, Terence Loch nicht? Sagt mir gerade nichts. Okay, Google. Terence Hill. Wikipedia sagt, Terence Hill ist ein italienisch-US-amerikanischer Schauspieler, Filmproduzent, Drehbuchautor und Regisseur mit deutschen Wurzeln. Wie kann man Bud Spencer und Terence Hill nicht kennen? Ganz ehrlich. Vier Fäuste für ihn, Halleluja. Der Name sagt mir was. Der Himmelhund auf dem Weg zur Hölle. Das Krokodil und sein Nilpferd. Okay, Google, wer ist Gott? Schauen wir mal. Ein Kultanführer. Okay, Google, Gott. Das sagt ihr mir nicht vor. Okay, Google, Dinosaur King. Wikipedia sagt, Dinosaur King ist ein Sammelkartenspiel der Firma Sega.
Das Spiel wurde auch als Nintendo DS-Version umgesetzt. Hab ich gespielt! Das ist eine fucking Serie. Und warum kann die das sagen, aber nicht Gott? Vielleicht ist es ja in Wirklichkeit das Gleiche. Ja, Gott ist too offensive. Dasselbe. Jetzt kann ich die ganze Zeit damit rumnerven. Aber ganz ehrlich, wie kann man Bud Spencer nicht kennen? Das ist so, als würdest du sagen, du kennst Peter Lustig nicht. Der sagt mir was. Okay, Google. Peter Lustig. Wikipedia sagt, Peter Fritz Willi Lustig war ein deutscher Fernsehmoderator und Kinderbuchautor. Ein deutscher Fernsehmoderator? Warum Fritz Willi? Fernseh. Das macht nicht mehr Sinn. Ich überlege gerade, ob mir noch lustige Leute einfallen, nach denen man fragen kann. Paracelsus, der Vollname von Paracelsus. Okay, Google, Paracelsus. Informationen über Paracelsus. Celsus? Soll den Wikipedia-Eintrag lesen. Okay, Google, wie hieß Paracelsus? Philippus Aureolus Theophrastus Bombastus von Hohenheim. Gut so. Hippopotum Monstrosa Quipedaleophobie. Okay, Google, sing mir etwas vor. Sing mir etwas vor. Du musst dich gerade schon wieder an das kleine österreichische Lied denken. Ein Fehler ist aufgetreten. Versuch bitte die App zu öffnen, um fortzufahren. Um fortzufahren. Google. Dummkopf. Entschuldige, ich muss noch viel lernen. Danke für deine Geduld. Habt ihr sonst noch was Nettes? Wie gesagt, Hippopotam Monstrosa Quipedaleophobie. Okay, Google. Hippopote, Monstrose, Pedaliophobie. Laut Wiktionary, der Humor und die Gelassenheit zogen sich auch durch seinen bebilderten Vortrag, wo er Krankheiten wie die Angst vor langen Wörtern, Hippopotomonstrosis quipedaliophobie, vorstellte. Das zweitlängste Wort, Hippopotomonstrosis quipedaliophobie, hat nur 36 Buchstaben. Weißt du Bescheid? Mir wird gerade noch Makoto Shinkai einfallen. Der hatte auch noch ein paar viele verschiedene Sachen gemacht, aber ich glaube nicht so viel wie Bud Spencer oder wie er heißt. Wie kann man den nicht kennen? Ziemlich jeder Film mit dem ist ein Klassiker. Okay, Google. Vier Fäuste für ein Halleluja. Wikipedia sagt, Vier Fäuste für ein Halleluja ist eine Western-Parodie mit Bud Spencer und Terence Hill und eine Fortsetzung von Die rechte und die linke Hand des Teufels. Siehste. Ich sehe. In was Film war noch drin? Banana Joe? Okay, Google. Bekannte. Banana Joe. Wikipedia sagt, Banana Joe ist ein italienisch-deutscher Spielfilm mit Bud Spencer aus dem Jahr 1982. Ich schicke dir jetzt mal ein Bild von dem. Ich vermute, wir reden über Bud Spencer mit D und nicht mit Doppel-T. Das ist auf Netflix. Das ist auch ein Schauspieler. Ist. Nee, wir reden nicht von Bud Spencer. Nee, sagt mir gar nichts, der Typ. Okay, Google, heiße Erdschön. Du bist gestorben für mich. Das verstehe ich nicht. Ich kann man Bud Spencer nicht kennen. Das ist ziemlich jeder Film von dem ist ein fucking Klassiker. Vor allem der Kerl ist jünger als du und kennt den. Was hat Google gerade alles zu Bud Spencer vorgelesen? Okay, Google, Bud Spencer.
Wikipedia sagt, Bud Spencer war ein italienischer Film- und Fernsehschauspieler, Stuntman, Jurist, Politiker, Schwimmer und Wasserballspieler, Sänger, Komponist, Fabrikant, Drehbuchautor, Modedesigner, Musikproduzent. Ich habe gerade den Wikipedia-Artikel vor mir. Der war zusätzlich noch Erfinder und Gründer der Fluglinie Mistral Air. Das hat er schon gesagt. Ja. Warum wird das dann nicht mit vorgelesen? Weil das zu lang für Google. Okay, Google, erzähl mir einen Witz. Erzähl mir einen Witz. Arzt, Ihr Husten hört sich aber schon viel besser an. Patient, kein Wunder, ich übe ja auch Tag und Nacht. Ich muss gerade denken, wie ich genau den Witz vor ein paar Jahren mal in einem Witzbuch gelesen habe. Okay, Google, erzähl mir noch einen. Erzähl mir noch einen. Kannst du da auch noch schwarzen Witze fragen? Ich schraube einen Popstar eine Glühbirne ein. Er hält sie einfach unter die Fassung, denn die Welt dreht sich sowieso nur um ihn. Okay, Google, erzähl mir einen schlechten Witz. Klar, hier kommt ein Witz. Fragt der Vater sein Kind, kommt dein kleiner Bruder beim Schlittenfahren auch mal dran? Ja, ich nehme den Schlitten bergab und er bergauf. Der war gar nicht mal so schlecht. Aber alt. Ja, das stimmt. Okay, Google, erzähl mir einen versauten Witz. Downtown-Witz. Okay, Google, erzähl mir einen versauten Witz. Fritzchen kommt total dreckig vom Spielplatz. Fritzchen. Deine Mutter, Fritzchen, du siehst aus wie ein Schwein. Und dreckig bist du auch noch. Hä? Was? Wieso bin ich den Witz so lustig? Das ist nicht mal ein Witz. Das Doch. Ist einfach nur so eine scheiß Aufzählung von irgendwas, was geschehen ist. Was das soll das denn? Das ist einfach eine Beleidigung. Okay, Google, erzähl mir einen versauten Witz. Der junge Mann zur Verkäuferin. Ich möchte genau so ein Hemd, wie ich es anhabe. Tut mir leid, wir führen nur saubere Hemden. Ich glaube, die versteht unter versaut was komplett anderes. Ja. Sie versteht da halt was Schmutziges drunter. Okay, Google, erzähl mir einen Witz ab 18. Nicht 18 Uhr. Okay, Google, erzähl mir einen Witz ab 18. Dazu habe ich keine Witze. Aber wie findest du den hier? Was zeichnet einen besonders schnellen Zahnarzt aus? Er legt bei der Arbeit immer einen Zahn zu. Das ist ein Service. Stell dir vor, geht zum Zahnarzt und hat einen Zahn zu viel im Mund. Ja. Da bist du wohl ein bisschen gefallen. Ein bisschen. Okay, you're cold Google. And wet, build a fire to get dry. Ja, das ist gerade mein größtes Problem. Erzähl mir einen Witz. Geht der Meeresspiegel kaputt, wenn man in See sticht? Das habe ich mich noch nicht gefragt. Das ist einfach so ein Schauerwort. Okay, Google, erzähl mir einen sehr schlauen Witz. Klar, hier kommt ein Witz. Warum rief Annemarie die Polizei zur Zeche? Sie hörte, dort ist tonnenweise Koks zu finden. Gibt's hier beim Strand irgendwo trinken? Ja, da sind mehrere Behälter unten.
am Wasser. Wenn du auf das Häuschen da, wo wir immer drin speichern, guckst. Also da hast du noch nie mit mir drin gespeichert, denke ich mal, aber nee. Da, wo man drin speichern kann in dem Haus, da von okay. Links. Okay, Google, erzähl mir noch einen. Erzähl mir noch einen. In welchem Stadium haben Sie den Mann angetroffen? Fragt der Sanitäter. Entrüstet antwortet Gerd. Ich war gar nicht beim Fußball, ich hab den genau hier gefunden. Jo. Ja. Okay, Google, erzähl mir noch einen. Welcher Ring ist nicht rund? Der Hering. Okay, was Google, erzähl mir noch einen. Erzähl mir noch einen. Der Partygast bewundert die Soundanlage. Wow, dein Mischpult hat aber viele Knöpfe. Naja, mit Reißverschluss würde das auch ziemlich blöd aussehen. So, ich bring da mal eben das Holz, also den Ding jetzt wieder runter. Okay. Okay, Google. Go, go, fight the power! Heißt es nicht wow, wow, fight the power? Das heißt eigentlich raw, raw. Ich, aber man versteht immer go, go. Hast du den Anime eigentlich mittlerweile durch? Sicher. Noch nicht. Ich esse mal kurz was. Hast du auch noch irgendwo was zu essen? Unten. Ohne dem, das Ending, ne? Hätte der Anime überhaupt nicht so eine hohe Wertung von mir bekommen. Meinst du mit Ending jetzt das musikalische Ending oder das Ende vom Anime? Das Ende. Okay. Weil es halt massige Probleme damit hatte, irgendwie mit dem Pacing. Ja. Und ob es jetzt ernst sein wollte oder nicht, da konnte es sich auch nicht richtig entscheiden. Teilweise so, teilweise so. Ja, ich erinnere nur an einen gewissen Herrn, der da in eine gewisse unterirdische Stadt nachher gegangen ist und dann meinte, du weißt schon. Und ich will ja. ihm das ja jetzt nicht spoilern, aber ich wenn sag's du sowas so. Da reinbringst... Man vermutet, also ich glaube, es wurde nie offiziell bestätigt, aber man geht stark davon aus, dass die mit dem Anime einfach verschiedene, also quasi... sich an verschiedenen Mecha-Animes der Vergangenheit offen inspirieren haben lassen und halt damit quasi ausdrücken sollten, wie gut sie die fanden. Weswegen sich die ersten paar Folgen sehr am Super-Robot-Genre orientieren, wie man es von Mazinger Z und so kennt. Dann die Folgen sehr am Real-Robot-Genre, wie man es von Gundam kennt. Und dann kommt der Neon Genesis Evangelion Part, der einfach nur depressiv ist. Und dann wird's wieder fröhlich. Das ist ja ganz am Ende. Das war das Beste überhaupt. Das war auch das Beste überhaupt. Ich würde jetzt nicht sagen das Ende selbst, aber so... Die letzten paar Folgen alle. Ja, ich würde sagen, so die letzten 5 Folgen waren absolut super. Und ich würde... Wie weit bist du? Folge 2. Okay. Und ich würde sagen, dass ich nenne es jetzt mal Halbfinale. Du weißt, was ich meine, oder? Das Halbfinale, da wo die die Dingens angreifen? Wo sie Teppelin oder wie die Stadt hieß angreifen. Das fand ich auch, war absolut super. Soll ich schon mal Holz rüber? Das fand ich, das ging zu schnell vorbei. Übrigens... Gut. Du kannst jetzt gleich das Holz zu mir rüberschicken. Genau das habe ich gerade gefragt. Wir haben jetzt Lukas? Nur gerade 30 Minuten, deswegen würde ich jetzt mal sagen, das wäre es für diese Folge und wir sehen uns in der nächsten Folge. Okay. Ciao.